Sie stehen für Glanz und Ruhm, für Macht und Krieg. Mitteldeutschlands Schlösser und Burgen. Was geschah in Gemächern und Verliesen? Welche Geheimnisse bergen sie? Na, neugierig geworden? Dann folgen Sie mir. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, mitten im Zentrum Mitteldeutschlands auf Schloss Altenburg. Hier, wo sogar schon Barbarossa, Bach und Luther verkehrten, wo eine spektakuläre Entführung für Furore sorgte und wo die Wiege des Skatspiels weltweit bekannt wurde. Hier thront idyllisch auf dem Felsen das prachtvolle Schloss über der ehemaligen Residenzstadt. Geheimnisvoll und verborgen erhob sich die damalige Burg über der Stadt. Erstmals erwähnt wurde sie im Jahr 976 als eine slawische Wallanlage. Aus der Burg wurde das Schloss mit der spätgotischen Schlosskirche St. Georg, mit dem prächtigen Haupthaus und dem Nordflügel mit dem barocken Festsaal aus dem 18. Jahrhundert. Aus dem 11. Jahrhundert stammt der Flaschenturm und gleich dahinter entdecke ich den sogenannten Hausmannsturm mit einem stufenlosen Wendelgang. Ach, das ist ja herrlich. Ein Turm ohne Treppen, meine Damen und Herren, das ist doch genau mein Turm. Ohne diese endlos scheinenden Stufen einfach ein gemütliches nach oben schlendern. Bis zum Schluss gemütlich. Ah ja, okay, auf dem letzten Meter da musste der Wachmann aber schon Balance halten. Hier auf seinem Posten. Aber machbar. Durfte nur nicht dick sein. Ach, gucken Sie mal. Und dafür ist er dann aber auch mit einem wunderschönen Rundblick übers Altenburger Land belohnt worden. Schauen Sie mal, Altenburg liegt uns zu Füßen. Und die tausendjährige Geschichte. Vorn das Schloss, dahinter die Klosterkirche mit ihren roten Spitzen. Sie erinnern an die Gründerzeit von Altenburg unter dem Staufer Kaiser Barbarossa. Damals war die Stadt Kaiserpfalz und gelangte später in wettinischen Besitz. Im Jahre 1455, als der sächsische Kurfürst Friedrich II. Das Land regierte, ereignete sich etwas Ungeheuerliches auf Schloss Altenburg. Keine Spukgeschichte, sondern der damals spektakulärste Kriminalfall Mitteldeutschlands. Das Schloss war Tatort des berüchtigten sächsischen Prinzenraubs. Die Nacht lag friedlich über dem Schloss des damaligen Kurfürsten Friedrich des Sanftmütigen, als ein Ritter unbemerkt in das Schloss eindrang. Er riss die ahnungslosen Prinzensöhne Ernst und Albrecht aus ihren Träumen und nahm sie mit sich. Der Entführer war Ritter Kunz von Kaufungen. Er wollte sich mit dem Raub der Kinder nicht bereichern, sondern seinen ihm zustehenden Kriegssold erpressen. Denn er hatte sein ganzes Hab und Gut verloren, als er während der Kriegsschlachten des Kurfürsten in Gefangenschaft kam. Für seine Freilassung musste der Ritter sehr viel Lösegeld zahlen. Dafür forderte er nun vom Kurfürsten seine Entschädigung. Doch der Kurfürst Friedrich der Sanftmütige, welch Hohn, der lehnte alles ab. Und Kunz von Kaufungen, der wurde gefasst und auf Befehl des Kurfürsten mit dem Schwert hingerichtet. Machtkämpfe und Gebietsaufteilungen folgten. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts regierte hier das Herzogtum Sachsen-Altenburg. Das Schloss wurde eine ideale Schaubühne für Prunk und Pracht. Der majestätische barocke Festsaal mit seinen mächtigen Säulen und Pfeilern aus Marmor, lichtdurchflutete Audienzgemächer, weitläufige Zimmerfluchten. In den Sälen und Residenzräumen kostbares Mobiliar und wunderschöne Deckengemälde. Die Herrschertugenden symbolisierten wie Weisheit, Güte oder Mäßigung. Also nach Mäßigung sieht es jetzt hier nicht wirklich aus, oder? Gut, die
Kurfürsten, die Kaiser und die Herzöge, die zeigten schon gerne ihre luxuriöse Lebenswelt. Und zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehörte auch schon das Kartenspielen. Mehr als 6000 historische Kartenspiele wurden hier bis zum Zweiten Weltkrieg gesammelt. Eine wahre Schatzkammer. Heute beheimatet das Schloss das erste Spielkartenmuseum der Welt. Nachweislich wurden seit 500 Jahren Spielkarten in Altenburg hergestellt, die ersten bereits im Jahre 1509. Ja, und so ungefähr sah es aus in einer der Kartenmacherwerkstätten. Da gab es Maschinen, da gab es Werkzeuge, Druckmaschinen, Pressen. Aber wie daraus jetzt Spielkarten entstanden sind, das weiß sie. Uta Künzel, Sie sind Leiterin des Schloss- und Spielkartenmuseums. Und wenn ich das jetzt hier sehe, könnte ich direkt mit Ihnen loslegen, hier schon selber so ein paar Sachen zu machen. Wäre aber wahrscheinlich nicht erlaubt, ne? Nein, so eigentlich nicht. Es handelt sich hier um Originale. Die Erfindung von verschiedenen Drucktechniken im 15. Jahrhundert hat natürlich die Spielkartenherstellung ganz enorm auch revolutioniert. Mit dem Holzschnitt, hier sehen wir eine alte Druckplatte, konnte man also eine große Anzahl mit Karten, von Karten, ein ganzes Kartenspiel, ja, ein ganzes Kartenspiel, ne? Konnte man mit einmal herstellen. Auf die geschwärzte Fläche kam der Papierbogen. Der schwarz-weiße Abdruck, der dabei entstand, wurde mit der Schablone koloriert. Und hier ist jetzt was genau passiert? Das ist eine Presse für das Kupferdruckverfahren. Mhm. Der Kupferdruck hat natürlich eine Revolutionierung, kann man sagen, für die Spielkartenherstellung bedeutet. Man konnte in viel größeren Stückzahlen Spielkarten herstellen, weil diese Druckpressen häufiger verwendet werden konnten. Und da drüben? Ja. Hier wurden dann die großen Spielkartenbögen zerschnitten. Leider können wir jetzt hier auch nicht anlegen, aber es war eine mühsame Arbeit. Also erstmal das in Längsstreifen schneiden und dann nochmal alle einzeln. Und dann hatte man schon fast fertige Spielkarten. Die ersten Spielkarten sollen aus Indien, China oder Ägypten stammen und im 14. Jahrhundert vom Mittleren Osten nach Europa gekommen sein. Sie dokumentieren ein Stück Zeitgeschichte und erzählen vom Lebensgefühl der jeweiligen Gesellschaft, von höfischen Ämtern und Berufen, von angesagten Moden und allerlei Lustbarkeiten. Ich bin jetzt mit Gerd Mattes verabredet. Er ist Kartensammler und glauben Sie es mir, dieser Mann kennt sich mit Spielkarten aus wie kein anderer. So, wo ist dann der Karte? Hallo, sind Sie Gerd Mattes? Ja. Ach, dann sind Sie der Kartensammler. Genau. Hallo, guten Tag, Ken Fischer. Hallo. Ah, und Sie, hier liegen Sie schon, Ihre stolze Sammlung. Sie genau. Sind ein richtig leidenschaftlicher Sammler, ne? Ich bin sehr leidenschaftlicher Sammler. Da. Wie kam's? Das lag daran, mein Opa war Skatspieler und er hat immer leidenschaftlich gespielt. Ich durfte als Junge immer mal kiebitzen. Dann hat er eine kleine Sammlung gehabt von Spielkarten und die durfte ich nie anfassen als Kind. Und dann irgendwann hat er gesagt, Mensch, du bist jetzt 12, die schenke ich dir. Das war sein Grundstock. Von da an begann er zu sammeln. Vor allem die alten, noch per Hand hergestellten Spielkarten haben es ihm angetan. Und das sehen wir hier, das sind alles Spielkarten, die wirklich mit der Hand gedruckt und mit der Hand koloriert sind. Also das älteste und schönste Spiel ist das. Das ist ein heraldisches Spiel, stammt von 1680 und es ist gemacht worden für die Belehrung von adligen Kindern, damit die ihre Zusammenhänge in den Adelsgeschlechtern kennenlernen. Dann solche Sachen sind auch wunderschön. Das ist ein Spiel aus der Zeit der Befreiungskriege von 1818. Also das sind alles Originale, die das sind alles Originale. Das sind alles Originale. Wo sind die her? Ja, da kommt man so dazu, wenn man sich bei Auktionen beteiligt und das eben von Hamburg bis nach München. Also da muss man schon unterwegs sein. Im Laufe der Jahre hat Gerd Mattes an die 400 Kartensets gesammelt. Ein Kartenset hat er sogar selbst kreiert. Ja, also es gibt ja neben den alten Spielkarten auch moderne Spielkarten. Ja. Und hier habe ich mal für unseren Altenburger Friseursalon ein Spiel gemacht, das beinhaltet Frisuren und alte Utensilien von einem Friseursalon. Denn dieser Friseursalon, der existiert ja noch. Der sieht aus, als wenn man vor 100 Jahren in den Friseursalon gegangen ist. Und da sind die ganzen Utensilien zu sehen. Wie, und die gibt's da jetzt noch? Und die gibt's da jetzt noch in diesem Laden. Wissen Sie was? Da will ich hin. Das gucke ich mir an.
Herr Müller, Herr Fischer. Guten Tag, kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag, nee, Frau. Oh ja, ich sehe, das hat mir nicht zu viel versprochen. Bei Ihnen gibt es historische Geräte aus dem Frisierbedarf. Ist das so? Ja, Sie befinden sich praktisch im original erhaltenen Friseursalon von 1926. Kämme, Brennscheren, Heißwellengeräte, Ondolierstäbe bis hin zu Trockenhauben. Für mich sind das alles Foltergeräte für die Schönheit. Bitte sehr. So, aber nicht anfassen, nur angucken. Nur angucken, gut. So. Also die Haarschneidemaschine, wo hatten Sie die gerade? Das ist die Haarschneidemaschine hier. Die ist so schwer, die zog auch so am Seil hier rüber. Hat die dann natürlich angeschalten und hat ein Aufsatzstück drauf gesteckt. Und wie Sie sehen, es zieht ein bisschen, aber es gänge. Warum brennt hier Feuer? Was machen wir über der Flamme? Also früher hat ja die moderne Frau Wellen getragen und hat die Haare ondoliert. Ne? Und man ging auch früher erst alle 6-8 Wochen, wusch sich die Frau die Haare, sonst nicht. Und der Friseur hat das Eisen hier aufgelegt. Sie ne? haben sich alle 6-8 Wochen die Haare gewaschen? Das war früher so. So ging das früher. Man hat, das könnte ich nicht zwei und Tage. Ja, das sehe ich. Aber es war damals so. Und dann ist es so, dann wird das Eisen heiß. Ja. Ne? Dann wird das Eisen gedreht, dass es trocken wird. Dann hat der Friseur dran gerochen, ne? Und dann hat er ihnen Locken gemacht. Das ist jetzt ein bisschen auf. Nee. Warum denn nicht? Nee. Eine Strähne. Nicht so ziehen, Herr Müller. Ich muss mich ja auch langsam dran. So, die dürfen Sie haben. Nichts anderes. Langsam. Das ist ja, aber es würde jetzt, wenn es richtig heiß wäre, dampfen. Ne? Perfekt. Guck mal. Ich bin begeistert und entsetzt zugleich. Der Schönheitsspuk geht aber noch weiter. Jetzt will mich der Meister noch mit elektrischen Lockenwicklern quälen. Jetzt kommt praktisch Plus und Minus dran. Ne? Von diesem Teil. Jetzt kommt Plus und Minus dran. So. Und jetzt gibt es hier hinten den Schiebewiderstand. So, nein. Finger weg. Und da wird das Haar bei 120 Grad auf dem Kopf gekocht. Hat doch wehgetan, ne? Ja, das hat unter anderem gebrannt. Man hat ja bis 2 Kilo auf dem Kopf, es ist ja alles Metall. Und wenn man den Kopf verkantet hat, kam es zu Brandblasen, die auch geeitert haben. Aber man hat ja schon immer gesagt, Frauen wollen schön sein. Und da muss man ein bisschen leiden, oder? Stars und Sternchen gehen heute zum Schönheitschirurgen. Und früher hatte man dann eben dieses Teil hier, das ist ein sogenannter Nasenformer. Da wurde hier das Leder, da wurde hier vorne arretiert, wurde eingestellt. Wenn man eine Stupsnase wollte, kam das noch ein bisschen nach oben. Und dann hat das die Kundin dann im Wachstumsalter getragen über Nacht. Und hat dann praktisch, wuchs dann die Nase hier hinein. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Viel Spaß, schön, dass Sie da waren. Das war wirklich. Danke sehr. Einfach irre bei Ihnen. Tschüss. Tschüssi. Nicht nur in den 20ern litt man für die Schönheit. Schon der Adel zelebrierte auserlesenen Körperkult. Extravaganz mit aufwendigen Steckfrisuren gehörten zum guten Ton. Besonders gern putzte man sich zu Feierlichkeiten. Im Schloss amüsierte man sich gerne auf prunkvollen Festen. Man speiste und trank vom Feinsten. Und laut Inventarnachweis soll es sogar eine spezielle Zuckerkammer gegeben haben. Wo genau die sich befand, ist leider nicht vermerkt. Fest steht aber, sie gehörte zum höfischen Tafelzeremoniell. Zucker galt als aphrodisierend. Wohl deshalb waren solche Schauessen bei Vermählungen besonders beliebt. Dieses Hochzeitszuckerbankett ist eine Reproduktion aus dem Jahre 1585, damals für 1200 Gäste. Der Zuckerbäcker Georg Maushagen hat ein Jahr gebraucht, um es mit einer Tonne Zucker originalgetreu nachzubauen. Zucker war in dieser Zeit mit Gold aufzuwiegen. Es konnten sich nur Fürsten und Könige leisten. Was heute ein Konsumartikel ist, konnte man sich damals gar nicht vorstellen in der normalen Schicht. Vor allen Dingen, was interessant ist, diese Rezepturen, diese Zuckerarten, die ich hier verwendet habe, die sind aus dem Jahr 1400, 1500. Es ist vermahlener Zucker mit einem Baumharz, mit einem Tragant, so nennt es sich. Und das habe ich dann vermischt und entsprechend für diese Figuren verwertet.
Ich bin beeindruckt von dem weltweit einzigartigen Kunstobjekt. Ein Traum. Und alles aus Zucker. Kaum zu glauben, hier könnte man sogar den Teller mitessen. In höfischen Kreisen meinte man, dass nur die noblen und feinsinnigen Menschen solche Zuckermengen verspeisen können. Für die einfache Bevölkerung, so hieß es, sei der süße Stoff regelrecht schädlich. Also wenn schon kein Zuckerschlecken, dann eben Kartenkloppen, könnten sich die Stadtbürger gedacht haben. Denn nicht nur der Adel, auch sie liebten das Kartenspiel. In Mode kam das Kartenlegen und Wahrsagen vor allem unter Frauen. Die Männer trafen sich in den Wirtshäusern, mischten die Karten auf und oft die ganze Nacht hindurch. Die rapide Ausbreitung der Kartenspiele mit der Folge von Spielschulden und Betrügereien veranlasste Herzog Friedrich von Sachsen die Einführung der Spielkartensteuer. Und auch der Kirche war das Kartenspielen schon längst ein Dorn im Auge. Es galt als verderbliches Werk des Teufels, als Spielhölle und wurde strengstens verboten. Manche Spielkarten wurden sogar verbrannt. Trotz des Verbots wurde illegal weitergespielt. Doch in die Hölle wollte keiner. Und so hoffte man, sich vom Fegefeuer freikaufen zu können. Diesen Irrglauben kritisierte Martin Luther und forderte eine grundlegende Reform der Kirche. Auch in die Altenburger Schlosskirche kam er, um hier eine Predigt zu halten. Doch wer weiß schon, ist die Schlüsselfigur der Reformation, der Mann hinter Luther, sein engster Vertrauter und Freund war, der Theologe und Gelehrte Georg Spalatin. Und der behauptete sogar, wenn ich nicht gewesen wäre, nimmer wäre Lutherum mit seiner Lehre so weit kommen. War Spalatin tatsächlich der Steuermann der Reformation? Dieser Frage geht eine Ausstellung im Schloss auf den Grund. Eines ist verbirgt. Georg Spalatin war während der Reformation Mittelsmann zwischen Martin Luther und dem Kurfürsten Friedrich III. Als dessen Berater und Geheimsekretär war Spalatin eingeweiht über alles Private des Kurfürsten. Durch seinen Einfluss auf den Landesherrn konnte Martin Luther vor großen Schwierigkeiten bewahrt werden. Denn der Kurfürst teilte die Ansichten Luthers und er beschützte ihn. Nach dem Reichstag von Worms 1521 ließ er Luther auf der Wartburg verstecken, damit der unbehelligt dort die Bibel übersetzen konnte. Auch wenn Georg Spalatin seine Fäden meist im Schatten des Wittenberger Reformators zog, so schrieb er doch ein bemerkenswertes Kapitel kursächsischer Reformationsgeschichte mit. Indessen erfreute sich in Altenburg das Kartenspiel immer weiterer Beliebtheit. Man spielte Poker, Bridge oder Schafkopf. Doch das wurde den erfahrenen Altenburger Kartenspielern auf Dauer zu simpel. Die klügsten Köpfe von Altenburg entwickelten das Skatspiel. Unter ihnen auch der Verleger Friedrich Brockhaus. Und von hier aus verbreitete sich nun der Skat in allen deutschen Universitätsstädten. Das war in den Jahren von 1810 bis 1817. Die neue Kreation, die erforderte mathematisch-strategisches Denken. Längst genügte es nicht mehr, Karten manuell herzustellen. 1832 gründete Bernhard Bechstein mit seinem Bruder die Altenburger Spielkartenfabrik. Heute gehört sie zum weltweit größten belgischen Spielkartenkonzern Carta Mundi. Mit ihren hochmodernen Produktionsanlagen ist sie in Deutschland Marktführer. Jährlich verlassen ca. 40 Millionen Spiele die Fabrik. Heute kommt in Altenburg niemand mehr an Skat vorbei. Skat etablierte sich zu einem klassenlosen Spiel für Menschen aller Schichten. Und Altenburg hat sogar einen eigenen Skatverband mit Gericht. Ab Ende des 19. Jahrhunderts legten nationale Skatkongresse die Skatregeln fest. Die sind, wie Skatfreunde wissen, ziemlich kompliziert. Da kann es schon zu Streitigkeiten kommen.
In vielen Kneipen und Gaststätten gehört Skatspielen zum gemütlichen Stammtisch, wie auch im Riebeckstüberl. Und hier tagt übrigens auch das Skatgericht. Doch heute bin ich hier nur zum Spielen verabredet. Ich spiele mit Eichel. Eichel? Eichel spielt der Bube. Kann ich mich zu euch setzen? Bitte, bitte. Ja, aber ich muss das erstmal. Ich muss das bloß schnell mal übernehmen. Ja, 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 ja. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Was spielen wir eigentlich? Du, ja, drei, ja, vier. Ja. Wenn man eine ganze Weile zuschaut, dann kann man sich einiges abgucken und von verlorenes Spiel reicht es dann auch schon mal. Na, dann habe ich doch hier einen weltbesten Partner, hoffe ich, oder? Ah, oh, ja. Jetzt lassen Sie mich nicht hier hängen. Man muss sich immer merken, welche Farbe Trumpf war und wie viele von denen schon gespielt sind. Und wenn man mehr wie 60 hat, hat man gewonnen. Ich mag das, dass Sie mich so ernst nehmen und ernsthaft denken, ich würde es kapiert haben. Ich mag das. Dann habe ich das schon mal, das Erlebnis hier. So. Unser Durchschnittsalter ist 60 und höher. Wir haben so Karten spielen und dann. Anscheinend reize ich ihn ja hier gerade. Aber Reizen gehört ja, glaube ich, auch zum Skatspielen. Wann macht, wann reizt man, wann? Also mit dem Reizen sagt man eigentlich sein Blatt an. Und die Mitspieler erkennen dann an den Zahlen, die mir uns sagen, was ich höchstwahrscheinlich spielen werde. Und daraus können sie schließen, was sie selber haben und nicht haben und was ich vorgebe zu haben, was der andere haben könnte. Und in der Summe versucht man dann, das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Fängt immer ganz gut mit dem Harry an, endet aber dann doch irgendwie kryptisch. Oder? Ja, das ist halt. Meine. Nee, nee. Ach so, doch. Ja, das wird. Ihr trinkt Bier. Ja. Trinkt ihr denn nicht anständige Schnäpse? Gibt es da nicht so Schnapsrunden beim Skatspielen? Selbstverständlich haben wir hier in Altenburg auch unsere eigene Likörfabrik. Wir haben eigene Brauerei, wir haben eigene Likörfabrik. Wir können uns praktisch ja selbst versorgen. Genau. Und ihr harten Kerle, ihr trinkt Likör? Ein Kräuterlikör. Ein Kräuterlikör. Oh, oh, oh. So ein Kräuterlikör soll früher, als es noch kein Skatgericht gab, manche Unstimmigkeiten beim Spiel geschlichtet haben. Ein Apotheker war es übrigens, der aus 47 heilsamen Kräutern den Schwarzgebrannten braute. Und weil sich der Skat in Altenburg bereits etabliert hatte, hießen die etwas hochprozentigeren Liköre Kräuterass oder Alter Skatrichter. Sogar einen Skatbrunnen entdecke ich in Altenburg. 1903 errichtet, obendrauf die vier Wenzel, die sogenannten Buben. Das sind die ranghöchsten Spielkarten. Ich bin hier mit einem echten Wenzel verabredet. Was das ist, das weiß Katrin Fritsche. Hallo, ich grüße Sie. Sie Hallo. Sind nämlich ein Wenzel. Genau, und ich stehe hier für das Glück im Spiele. Wir taufen jetzt, um das Glück zu besiegeln, nehmen wir die Karte in die rechte Hand und nehmen von dem glücksbringenden Wassergebnis über die Spielkarte. Und wir streicheln ordentlich das Schwein, das Glückssymbol, und sprechen mit dem Schweinchen: Saukopf, spucke auf mein Blatt, dass ich immer Glück im Spiele habe. Saukopf, spucke auf mein Blatt, dass ich immer Glück im Spiele habt. Und einen Kuss für die Sau. Um das Glück zu besiegeln. Ein Kuss für die Sau? Oh, super. So. Glück, also Schwein gehabt, hatte schon immer der, der die höchste Karte zog. Die Saukarte. Also Glück hatte ich in Altenburg jede Menge. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie gerne ermutigen. Reizen Sie, kloppen Sie Skat, halten Sie Ihre Trümpfe in der Hand und allzeit gut Blatt. Tschüss. Zuschauer, morgen treffen wir uns in Sachsen-Anhalt. Und zwar sind wir verabredet auf einem der bedeutendsten ländlichen Barockschlösser, auf Schloss Hundesburg. Bis dann!